Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ätna bricht aus. Ich bin Kitty und wir waren beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass wir einen Fluchtwagen brauchen und eine Essensschlacht lostreten möchten, damit Hoti und Moti mitkommen. Wir haben auch einen Fluchtwagen gefunden. Zumindest war ich der Meinung, wir hätten einen gefunden. Aber der Schlüsselmeister sagt ja die ganze Zeit, wir brauchen ein Vehikel. So. Das hat mich gestern tatsächlich die ganze Zeit nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann auch wie eine Verrückte in meiner Erinnerung versucht zu kramen. Hat nicht viel genützt. Aber ich wollte was ausprobieren. Und zwar rein theoretisch haben wir die Autotür ja jetzt geknackt. Und ich bin immer nur hier aufs Fenster mit benutzen gegangen. Und da hat sie immer gesagt, dass sie mit der Hand da nicht in den Spalt kommt. Aber Und nun? tada! Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ich sage ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. Auto ist offen. Ach ja, da steht ja dann bestimmt der Wachmann. Das heißt, das Rad können wir eigentlich auch schon mal mitnehmen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Siehst du, trotzdem haust du da noch einmal drauf. Ich habe übrigens gemerkt, ich Oh. kann das wegdrücken. Weil wenn das Sätze sind, die man schon zum 47.000. Mal gehört hat. Wehe, du kommst nicht mit. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Arsch. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay. Aber, wie mir auffällt, ich denke mal, hallo, gehst du bitte darunter? Dass wir dieses Startkabel werden wir ja nicht umsonst haben. Das werden wir nicht haben, um es spazieren zu führen. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Also, Elektrik würde ich sagen, Alumann, der hat uns ja sowieso schon mal sehr gut aus der Patsche geholfen. Also bin ich dafür, dass wir den versuchen zu rekrutieren. Er saß aber eben nicht beim Essen. Das heißt, wir dürfen ihn jetzt vermutlich suchen gehen. Geh. Komm, Edna, los. Fangen wir hier an und arbeiten uns vor. Ich bin so gut. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Na komm. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Was? Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Ich weiß nicht, was die Evox sind, aber egal. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe.
Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Wie er läuft. Er hat Fettflecken hinterlassen. Aber derbe Fettflecken. Ich meine, die müssen was zu bedeuten haben, ansonsten wären die nicht. Ich mal die mir hier gerade mal ab. Nicht schön, aber selten. So. So, ja, geh jetzt raus. Kann ich jetzt eine Essensschlacht auslösen? Eigentlich müsste das doch gehen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Der guckt nie. Der müsste sich rein theoretisch da eigentlich auch gerade die Finger abhacken. Wo ist das Gabel? Da. Bevor ich anfange, für Unglück zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Dann nochmal mit den beiden hier reden? Hey! Psst! Ah. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Okay. Ich verkriech mich dann mal wieder. So. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Oh, wie geil. Nanu? Ist der Aluma noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Okay. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Ja, hab ich. Muss dir das extra alles zeigen? Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Cool. Also wenigstens haben wir schon mal das. Dann gehen wir jetzt mal zum Aluman und fragen ihn nach seinem psychischen Wehwehchen. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was? Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Ja. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Okay. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Okay. Aber das sind diese Steine. Kann man die vielleicht...
Ja! Kann man die vielleicht so hinlegen, wie das Muster auf dem Fernseher war? Was natürlich jetzt völlig verkackt sein wird, aber... stimmt das? Hey, Alu! Ah, Edna! Ja. Können wir den Prozess... Bring die Stadt... Sie müssen... Na. Nicht. Okay. Ich gehe dann schon mal. Das schien... Bis später. ...falsch gewesen zu sein. Dann können wir das alles ein Stück nach hier setzen. Ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt einen vollen Plan, was ich hier tue, aber... Und dann ansehen... Alu hat echt die Ruhe weg. Woher weiß ich denn dann, ob das richtig ist oder nicht? Taucht er dann einfach beim Auto auf, oder? Scheinbar nicht. Vielleicht gibt's... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das mit dem Fernseher sein muss. Also die Fettabdrücke auf dem Fernseher. Mal gucken, vielleicht ist auf dem Fernseher noch irgendwas zu sehen, was ich nicht gesehen habe. Oh! Mal gucken. Für was? Keine Ahnung. Irgendwelche Linien oder Kreise. Zeichen. Irgendwie sowas. Falsch! Edna, weg! Ansehen. Okay. Ja. Irgendwie... Moment, Moment, Moment. Da fällt mir was ein. Da fällt... Oh. Mir fällt was ein, mir fällt was ein. Auch ein blindes und fünfmal ein Korn. Und zwar haben wir ja noch die Hake im Inventar. Und so einen Zen-Garten hakt man doch normalerweise. Immer so ein bisschen. Glaube ich. Bin ich der Meinung. Dass man das tut. Also eigentlich sollten wir sie im Inventar haben. Haben sie dann noch nicht? Ich war der Meinung, ich hätte schon eine Hake im Inventar. Fragt jetzt einfach nicht nach. Nutze Hake mit. Ja, irgendwie. Geh zu Zen-Garten, ja. Das hier wäre ein prima Platz für meine Hake. Booyah! Yeah! Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay, okay. Die Hake war auch eine der wenigen Sachen, an die ich mich erinnert habe. Aber ich wusste gestern echt nicht mehr, was die damit zu tun hatte. Und ich war aber der festen Überzeugung, ich hätte sie schon im Inventar. Das kommt davon, wenn man spät nachts noch überlegt, was das alles zu bedeuten hat. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Let me out. Das für den Alu-Mann. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das für den
Aloman die Freiheit nicht Motivation genug ist, um sich selbst positiv aufzuladen. Bleibt mir ein Rätsel. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wie packt man die denn am besten hin? Das ist ja auch nicht ganz einfach. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ach was. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das ist auch schwierig, wenn man irgendwie keine Linienvorgabe hat oder so, wie man das denn am besten hinpacken könnte. Den nochmal nach oben, vielleicht die näher ran. Die noch ein Stück weiter. Nein, nicht ganz so weit weg. Weil das ist definitiv falsch. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Einfach rum, bis es funktioniert. Was anderes bleibt auch irgendwie nicht übrig. Wow. Ungelogen! Jetzt geil! Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Findest du? Okay. Ja, Aluman. Komm. Zack, die Wuppdi. Hey, Alu. Ah, Edna. Ja. Yeah. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Ja, dann lad die Batterie auf. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja. Entweder das, oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeigen. Wie geil. Okay, muss ich jetzt... Nee, ich wette, ich musste... Mr. Startkabel, Energie. Mit dem Startkabel... Würde das hier weiterhelfen? Ja. Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. What the fuck? Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Okay. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, das reicht eigentlich schon. Aufnahmezeit, denke ich mal. Hoffe ich zu. Ich versuche die jetzt immer so hinzukriegen, dass sie nicht so ewig lang werden. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich mich mal wieder angestellt habe, wie der erste Mensch eine Zeitlang. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann, bis dann!